Hallo Leute, Bratlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode hier im Projekt ohne Routen. Und wir haben direkt eine Zeitung vor der Nase, die wir hier füllen können. Leider immer noch nicht so wirklich gute Artikel vorhanden. Also da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Aber erstmal wird hier Stahl nachgekauft und dann müssen wir auch schon ein bisschen expandieren. Man sieht jetzt hier auch schon, wir sind ein wenig im Minus. Und das müssen wir jetzt natürlich auch nochmal, ja, ein bisschen gerade rücken. Jetzt sehe ich auch gerade, die Musik ist noch ein Ticken laut. Die machen wir noch ein bisschen leiser. Jawohl, sonst schreie ich da immer so rum. Wir können ja auch ganz gemütlich und ruhig hier das Ganze vollführen. Und dementsprechend machen wir das hier auch ganz gemütlich. Erstmal noch ein paar neue Bewohner aufbauen. Wir müssen jetzt auch so langsam auf die Finanzen achten. Es wird langsam knapp. Wir sind jetzt bei 20.000 nur noch. Also, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen nacharbeiten. Und deswegen expandieren wir hier als Plan auf jeden Fall in dieser Episode, die Handwerker zu erreichen. Und danach müssen wir anfangen, ein bisschen zu tricksen, denn wir haben hier weder Fälle. Na doch, hier haben wir Fälle, aber wir haben sonst keine Fälle auf den Inseln. Und wir haben auch natürlich keine Baumwolle erstmal. Und die müssten wir ja dann auch aus der neuen Welt ran schaffen. Das geht natürlich nicht, also müssen wir ein bisschen, ja, mit Tricks da rangehen, damit das Ganze funktioniert. Sonst hätten wir natürlich nur Handwerker. Und mit nur Handwerkern 200.000 Einwohner zu erreichen, geht natürlich auch. Wäre aber A, langweilig und B, auch ganz schön aufwendig. Und das wollen wir natürlich nicht. Alles ganz gemütlich, aber trotzdem zielgerichtet. Und dann packe ich hier nochmal eine Wirtschaft hin, damit das hier noch ein bisschen besser wird. Da nochmal eine Fischerei. Wunderbar. Dann müssen wir langsam ins Plus kommen. Das heißt, wir könnten uns überlegen, ob wir hier nicht schon mal Schnaps anbauen. Schnaps werde ich allerdings erstmal bei den Bauern blockieren, damit ich nicht ganz so viel Schnaps anbauen muss. Der ist sozusagen für die Arbeiter hier reserviert. Die feinen Arbeiter dürfen hier also Schnaps trinken und der Bauernpöbel, der darf es nicht. Auch wenn die natürlich für die Ernährung und den Erhalt hier des Ganzen zuständig sind, dürfen sie sich nicht am Schnaps erfreuen. Das ist eigentlich sehr gemein, aber so ist das Leben. Und dementsprechend gucken wir mal, dass wir hier auch gleich in die Schnapsproduktion gehen. Dann sollte ich hier auf jeden Fall schon mal Schnaps haben. Und dann müssen wir auch noch gucken, was hier mehr Geld bringt. Die Arbeitskleidung bringt mehr Geld, also gehen wir direkt auch in eine neue Arbeitskleidungsproduktion. Und die packen wir vielleicht auch nochmal hier mit dran. Für den Moment, es geht ja einfach nur darum, nicht pleite zu gehen aktuell. Das ist auch eine Herausforderung auf jeden Fall. Aber das ist halt am Anfang auch normal. Das ist ja immer so, dass man sich am Anfang so ein bisschen am Ruin entlang hangelt und dann diesen hoffentlich abwenden kann. Es würde, glaube ich, eigentlich auch schon reichen, hier die Schule fertigzustellen. Das müsste eigentlich schon ausreichen. Dann könnten wir gleich auf Handwerker gehen. Und ich denke mal, dann wird auch erstmal das Problem der Finanzen sich erledigen. Ansonsten gibt es natürlich noch eine weitere Lösungsmöglichkeit, nämlich einfach mehr bauen. Das hilft immer. Wenn irgendwo ein Problem mit den Finanzen entsteht, dann sollte man einfach mehr Einwohner bauen. Also machen wir das. Aber dann müssen wir natürlich auch bald nachschieben, was ja, was gerade auch die Arbeitskleidung anbetrifft, die ist am Anfang wirklich ein Problem. Also ich glaube, Arbeitskleidung ist mit noch am schlimmsten, weil das einfach solche Massen sind, die hier entstehen. Jetzt könnte ich, glaube ich, auch schon ein bisschen mit mehr Webereien arbeiten und dann können wir auch schon die ersten Segel produzieren, sobald wir die Finanzen gerettet haben. Es ist aber immer noch schwierig hier. Wir sind hier immer noch ein bisschen hinterher. Eieieiei. Nun gut, dann gucken wir mal. Jetzt müsste es sich langsam, ja, einpendeln. Genau, jetzt sollte es passen. Schweinchen, wir brauchen noch ein bisschen Wurst. Der Rest sollte allerdings passen. Okay, knappe Kiste hier, aber wir werden es gerade so schaffen. Gerade so nicht pleite gehen. Und genau so soll es ja auch sein. Hier kann ich auch noch ein bisschen expandieren. Da brauche ich auch wieder Arbeitskleidung. Ja, diese Insel hier sollte auf jeden Fall vor allem als
als so ein kleiner Ingenieursposten dienen. Denn hier kann ich auf jeden Fall auf Ingenieure durch. Ich habe hier Jagdgründe, ich habe Paprika. Also sehr, sehr schöne Insel hier auf jeden Fall. Leider halt sehr klein. Aber trotzdem mit allen wichtigen Ressourcen ausgestattet. Und das will ich natürlich nutzen. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Arbeitskleidung. Und ja, ich kann noch keine... Silos bauen. Hier habe ich keine Ziegelsteine. Na gut, die kann ich dann dort vielleicht, also Baustoffe hier vielleicht noch anbringen mit dem Schiffchen. Aber mehr dann auch nicht. Also ein bisschen Ziegelsteine hinschippern vom Archie aus. Das finde ich noch in Ordnung. Aber der Rest ist der Rest. Und jetzt müsste ich gleich die ersten Handwerker haben. Sobald die Arbeitskleidung sich hier einrenkt und schon wieder geht es nicht. Obwohl die Produktion hier bei weitem in Ordnung ist. Also müssen wir einfach ein bisschen warten. Das sollte dann schon klappen. Und hier können wir derweil einfach noch mehr Arbeiter... noch mehr Bauern spammen. Da müssen wir einfach noch mehr Einwohner raushauen. Viel, viel mehr. Das hier wird vielleicht noch so eine kleine Geld- und Goldgrube. Um ein bisschen Stabilisierung hier reinzubringen in die Bilanz. Die ist ja doch schon ein bisschen hart am Limit. Und hier wäre eine Fotografieaufgabe sehr schön. Stattdessen gibt es Geleitschutz, die mag ich jetzt eher weniger. Jetzt auch noch mein Schiff verlieren würde. Lieferaufgabe. Oh, no. Stahl. Ich habe keinen Stahl. Und wenn ich ihn habe, dann muss ich ihn für Kanonen verwenden. Na komm schon, Arbeitskleidung. Wir brauchen unbedingt die Arbeitskleidung hier. Die muss sich hier auf jeden Fall so langsam einfinden. Ja, das Geldproblem ist halt jetzt natürlich vor allem wegen der Stahlproduktion. Die ist sehr teuer. Ohne diese hätten wir da ganz, ganz andere Probleme. Nämlich gar keine. Aber was will man machen? Schauen wir mal. Jetzt haben wir. Komm schon. Wo sind die Handwerker? Da sind die Handwerker. Na, also geht doch. Sehr schön. Die ersten Handwerker bringen dann auch direkt neues Einkommen. Die generieren hier auch nochmal ganz, ganz andere Münzerträge. Und das aus denselben Rohstoffen. Das ist halt das Schöne mit dem Bevölkerungsupgrade immer, dass man hier einfach so viel mehr rausholt. Und derweil machen wir hier ein bisschen Upgrade-Party. Genau, also jetzt erstmal skalieren, die nächste Mission und dann natürlich das Cup freischalten. Das wird auch ein Dreh- und Angelpunkt, denn auf dem Cup, auf der Cup-Insel vom gesunkenen Schätze-DLC, da haben wir etwas, was wir hier in der alten Welt leider nicht haben, nämlich Unmengen vom Platz. Und den brauchen wir auch. Oh, wie wir den brauchen. Und dann gucken wir mal hier. Also da kommt das Kraftwerk hin. Das heißt, hier könnte ich auch noch schön Einwohner machen. Bauen wir hier auch noch ein bisschen weiter. Baue ich die hier schön um diese zentrale Stelle hier herum. Packen wir die mal hier alle rein. Jawohl, das schaut gut aus. Genau. Und dann sollte ich auch hier gleich die nächsten Handwerker haben können. Sobald ich genug Rohstoffe habe. Jawohl, na also geht doch. Jedes Handwerkerhaus natürlich ein Gewinn für die Bilanz. Und bei den Handwerkern sieht es jetzt so aus. Die Nähmaschinen kann ich vor Ort produzieren. Das funktioniert. Die Pelzmäntel wiederum. Da muss ich ein bisschen tricksen. Und wir brauchen dann auch Enbesa dafür. Und was auch in den Kommentaren als berechtigter Einwand aufgetaucht ist, ist die Frage, wie es mit der Speicherstadt aussieht. In der Speicherstadt kann man ja auch alles Mögliche handeln. Ich habe mir allerdings gedacht, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Denn ich könnte ja dann theoretisch so ziemlich jede Ware dort eintauschen. Mache ich also nicht. Das heißt, die Speicherstadt wird auch, wenn überhaupt, dann für Baustoffe verwendet. Und nach aller Möglichkeit verzichte ich dort auf den Eintausch aller Waren. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, um das ich nicht herumkomme, ja, dann können wir die Speicherstadt einsetzen. Aber so weit will ich auf jeden Fall mit Items arbeiten. Das ist schon auch so ein bisschen das Ziel des Ganzen. Hier einfach Items zu zeigen, die Abkürzungen bieten. Ohne zum Beispiel auch in die neue Welt zu müssen. Ich glaube sogar, dadurch, dass die neue Welt ja sowieso fast nur als Belieferungs,
Session gilt oder dient, dass wir die vielleicht ganz weglassen einfach. Das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, dass wir also gar nicht erst ja, da reingehen. Uns das einfach komplett sparen. Ja, hier gibt es jetzt eine Doppelstraße. Das hier ist ja die Schiene. Und wenn man dann hier die Schiene durchmacht, kann man dann hier einfach noch einzelne Zugänge zu den Häusern offen lassen. Dann gibt es halt sehr viele Bahnübergänge, aber daran scheinen sich hier die Leute absolut nicht zu stören. Und das ist dann auch gut so. Also, nehme ich mit, ne? Nehme ich auf jeden Fall gerne mit und an. Dann machen wir hier noch ein paar Arbeiter für noch ein bisschen mehr Bilanz. Dann haben wir hier schon eine 1000er-Bilanz direkt zu Beginn. Das ist doch sehr angenehm. Leider haben wir hier nicht so viel Cash. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen unsere, ja, Expansionsgeschichten hier ein bisschen eingrenzen. Also ich kann jetzt leider nicht aus dem Vollen schöpfen bei meinen Bauabenteuern. Wo sind denn hier die Eisenminen? Hier unten gleich. Machen wir hier unten so ein Industriezentrum. Und da noch eine Feuerwehr. Und dann machen wir hier die Arbeitskleidung. Lassen wir hier noch ein bisschen Platz für Silo. So eine schöne kleine Industrieecke hier. Schaut einfach klasse aus. Einfach nur wunderschön. Okay. Dann haben wir Arbeitskleidung hier auch noch auf der Insel. Das können wir dann hier auch gleich wiederholen. Vielleicht hier noch ein bisschen erweitern. Wobei, ich kann hier auch schon auf Arbeiter gehen. Sehr schön. Dann gehen wir hier direkt auf Arbeiter. Kartoffeln habe ich hier keine. Das heißt, ich muss irgendwie anders für Zufriedenheit sorgen. Da müssen wir dann mal gucken. Alles andere braucht halt jetzt Lehm zum Ausbau. Und ja, den müssen wir halt dran schaffen. Den müssen wir halt dran schaffen. Also für solche Sachen halt die Speicherstadt auf jeden Fall in Ordnung. Einfach nur, um Sachen zu bauen. Aber zum Ausbau und Weiterbau, da sollten wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir ins Tricksen kommen. Aber erstmal brauche ich Bilanz dafür. Ich brauche jede Menge Bilanz und ich darf auch nicht vergessen, ich habe ja auch hier KI-Gegner dabei und dann auch noch welche, die, ich sage einfach mal, nicht die allergrößte Geduldsspanne haben. Wenn man das so sagen darf. Also die sind alle eher so, der Malching hier schon auf minus 33. Also da muss man dann schon gucken, wo man bleibt. Und dementsprechend muss man da ein bisschen aufpassen. Hier könnte ich jetzt auch noch Schnaps machen für die Arbeiter. Das Leben ist in Ordnung. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Was hast du hier noch für eine Quest? Lieferaufgabe, was will er liefern? 6 Tonnen Kartoffeln. Siehst du, das ist doch mal, das ist mal eine Lieferaufgabe, die mag ich. Einfach 6 Tonnen Kartoffeln. Fertig. Das ist doch schön. Irgendwer hat sich eine neue Siedlung hier noch geholt. Ah ja. Da drüben noch der Arthur. Also, haben wir Stahl? Wir haben sogar Stahl. Dann liefern wir dem Malching sein Zeug da. Und liefern das mal hier an den Clipper. An den schmierigen Clipper, wie er hier genannt wird. Und dann sollten wir auch so langsam, sobald es das Geld erlaubt, reingehen in die Produktion von Schiffen. Damit wir hier nicht einfach überrannt werden. Denn das ist hier leider eine reale Gefahr bei dieser KI-Auswahl. Dass die dich einfach überfahren. Ist mir auch schon zu Genüge passiert, dass ich dann plötzlich einfach so eine Armada vor der Haustür stehen hatte. Gegen die ich mich dann nicht erwehren konnte, weil ich ganz gemütlich meine Städtchen gebaut habe. Also da muss man schon auf Zack bleiben, ja. Schmuggelaufgabe. Ich mag Schmuggelaufgaben gar nicht, weil man da aktiv Sachen lenken muss. Aber in diesem seltenen Ausnahmezustand, in dem wir einfach fast pleite gehen, würde ich sagen, machen wir das mal. Jetzt kommt eben die Speicherstadt noch dazu. Die ist halt am Anfang auch relativ teuer. Ein so ein Modul kostet 25.000. Die habe ich halt jetzt noch gar nicht. Also das kommt für mich eh noch nicht in Frage. Dann machen wir hier vielleicht nochmal eine zweite Option, Weberei. Ja, ich brauche einfach mehr Kohle, damit ich mehr bauen kann. Damit ich einfach ein bisschen mehr eskalieren kann in der Expansion. Und dann könnte ich hier noch ein zweites Dorf vielleicht starten. Dann haben wir hier einfach noch ein bisschen mehr Dorfbewohner.
Die bringen halt auch alle Geld. Und das ist halt, ne, Kleinvieh macht auch Mist. Also, es zählt jede Münze. Und dann holen wir noch Kartoffeln ab. Machen noch die andere Quest fertig. Und dann könnte ich aber hier auch schon eine Werft bauen. Sehr schön. Und in dieser Werft kann ich dann auch bald anfangen. Sobald ich 750 Handwerker habe, gehe ich wahrscheinlich direkt auf die Linienschiffe. Damit ich mich wehren kann, falls was ist. Also das ist mir eigentlich das größte Gebot am Anfang. Und auch das größte Thema, sicher zu sein. Denn die KI ist halt, wie gesagt, da ist nicht zu spaßen mit. Schauen wir mal. Okay. Schnaps fällt aus. Also Schnaps sollte ich auf jeden Fall noch aktuell wegen der Bilanz einfach drin haben. Später können wir den einfach wegmachen. Beziehungsweise, nee, können wir nicht. Normalerweise würde ich halt dann auf Rum gehen und das wär's. Aber wir haben ja gar keinen Rum. Wir können ja gar keinen Rum machen erstmal. Dafür brauchen wir, das Cup. Auch sehr, sehr schön, wie ich finde. Dass man sich dann eben noch mit neuen Taktiken hier befassen muss. Machen wir hier auch mal einen neuen Block noch. Da noch die Ziegelstraße, damit hier unten auch noch das Markthäuschen ein bisschen ausstrahlt. Das Wirtshaus bauen wir noch sauber rein. Hallo, sauber. Sauber. Jawohl. Und dann nehmen wir noch Kartoffeln mit. Oh, ich habe keine Kartoffeln. Mist. Stimmt, da war ja was. Okay, dann bauen wir einmal kurz mehr Kartoffeln, als wir brauchen. Damit wir die schnell voll haben. Jawohl. Und gleichzeitig müssten wir noch mehr Handwerker bauen. Und hier vielleicht mal ein kleines Lagerhaus-Upgrade, damit wir da nicht immer mit dem Holz hier so rumtun müssen. Weil das ist immer voll und alles andere nicht. Und wenn ich halt jetzt viel mehr baue, muss ich halt auch noch die ganze Arbeitskleidung versorgen. Da habe ich jetzt nicht so unbedingt Lust drauf. Das will ich dann eigentlich bald mit der Zeitung lösen. Die Zeitung, die lasse ich auch noch nicht weg. Das ist vielleicht mal was für zukünftige Projekte. Ich finde, aktuell haben wir schon eine ganz gute Challenge, auch ohne die Zeitung wegzulassen. Ich finde auch die Zeitung ganz schön, muss ich sagen. Da kann man auch mal reagieren auf spontane Ereignisse. Okay, und wir müssen ja auch die Schmuggelaufgabe auch noch machen. Oh, ich glaube, die schaffen wir nicht. Schaffen wir gar nicht. Na, komm schon. Haut mir mal hier kurz die Kartoffeln rein. Mal kurz die Produktivität hier angehoben. Perfekt. Dann kann ich nämlich mit den Kartoffeln hier erstmal hinschippern. Dann kann ich mir das andere Zeug da abholen. Dann habe ich auch wieder Geld. Hier machen wir noch mehr Handwerker gleich. Ah, was geht nicht mehr? Wurst. Okay, ja, das ist auch eine Handwerkerware. Das macht Sinn, dass die jetzt hier plötzlich aus ist. Dann machen wir hier auch eine kleine Expansion. Machen hier noch Wurst hin, eine kleine Wursttheke. Straßenanbindung muss natürlich hier auch wieder hin. Dann machen wir hier noch eine kleine Apfelbaumstraße mitten in der Industrie. Und damit haben wir hier die eine Quest abgeschlossen. Dann können wir hier die nächste abholen. Schmuggelaufgabe. Vielleicht schaffen wir die sogar noch. Okay. Wie schaut es hier aus? Da brauche ich noch mehr Arbeitskleidung. Das kriege ich hin. Das ist erstmal nicht das Problem. Da muss ich nur irgendwann mal 50 Tonnen Ziegelstein hinliefern, dass das auch alles in Gang läuft. Vielleicht gibt es eigentlich auch irgendwo Ziegelsteine als Nebenproduktion? Ziegelei. Ja, eigentlich brauche ich ja nicht Ziegelei, sondern Ziegelsteine. Also mir würde spontan nichts einfallen, aber es gibt ja manchmal auch so Items, die man einfach nie nutzt, weil es da nie so wirklich Bedarf danach gibt im normalen Spiel. Ich dachte halt an sowas wie den Polier, der hier eben auch Stahlträger in Nebenproduktion einem gibt. Und dachte, vielleicht gibt es sowas ja dann auch in die andere Richtung quasi. Aber dem ist nicht so, wie es scheint. Was haben wir hier noch für eine Quest?
Abholaufgabe können wir machen. Ich will halt jetzt ungerne Quests von meinen NPCs annehmen, weil wenn ich die nicht machen kann, irgendwelche Zerstörungsaufgaben oder so, dann habe ich sehr schnell ein Problem. Okay, und dann schippern wir hier hin. Na, von wo aus komme ich hier? Von wo aus komme ich? Warte mal, wo bin ich? Da bin ich. Genau, hier muss ich vorbeischmuggeln. Ah, das passt doch genau. So, was ist hier los? Geleitschutz. Nee, mach mal nicht. Da wird er sauer sein. Aber aktuell traue ich mich das nicht. Wenn das Schiff weg ist, das wäre nicht so gut. Dann können wir hier noch die Glocke verkaufen und schon schaut es finanziell auch wieder ganz anders aus. Ach, klar, dann machen wir das alles voll. Und dann machen wir hier nochmal Ziegelsteine und liefern hier einfach volle Kanne Ziegelsteine hin, damit wir da ein bisschen was bauen können. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Geld und ich kann auch Bedürfnisse reduzieren. Das machen wir auf jeden Fall mal. Und dann schaut es finanziell doch schon wieder ganz gut aus. Dann kann ich ja auch endlich wieder ein bisschen aktiv werden und ein bisschen ausbauen. Das heißt, erstmal kommt der Kontoausbau. Und dann könnte ich überlegen, ja genau, die neue Ziegelei, die können wir hier auch noch machen. Ich glaube, irgendwo hatte ich auch noch eine Ziegelei zu wenig, kann das sein? Ja, eine habe ich zu wenig, 3:6, genau. Wunderbar, dann können wir das auch noch machen. Und dann haben wir schon mal mehr Ziegelsteine, da kann ich auch noch mal mehr rausholen. Weiß nicht, ob ich das unbedingt brauche. Wir können ja mal einen kurzen Ziegelstein-Push machen, dann können wir noch ein bisschen mehr Arbeiter ausbauen. Hier oben die Ecke. Und dann gucken wir mal. Aber deswegen habe ich am Anfang auch die Ziegelei eben nicht ausgebaut, weil ich einfach keine Arbeitskräfte hatte. Ich glaube, ich pausiere die eine auch mal. Und dann gucken wir einfach mal. Okay. Der liefert jetzt erstmal seine Sachen, holt dann hier das Treibgut. Dann sollte die Quest auf jeden Fall auch laufen. Und dann schaut es gar nicht mal so schlecht aus, außer in der Verteidigung, weil wir haben immer noch nach wie vor keine Schiffe, kein gar nichts. Also wir müssen dringend auch 750 Handwerker aus mehrerlei Gründen. Ich könnte mir dann vielleicht sogar eine Fregatte hier kaufen, mit der ich dann auch nochmal rumschippern kann. Die kann ich dann vielleicht sogar für die Mission benutzen. In Richtung Kap. Das wird auf jeden Fall ganz wichtig. Da frühzeitig anzulanden, Verteidigungen aufzubauen, damit wir das Kap eben auch langfristig halten können. Und ja, so investieren wir ein bisschen in die Zukunft. Okay, dann kann ich hier auch schon Aufbau- und Upgrade-Party machen. Sehr schön. Und auch hier haben wir keine Ziegel. Auch zu spät gesehen. Eieieiei. Die Ziegellosigkeit. Schwierig. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet darauf, weil man normalerweise halt auch einfach nicht darauf so achtet, ne? Ziegel normalerweise etwas, was man sich halt dann einfach entweder holt per Route oder sonst irgendwie verteilt. Jetzt müssen wir es halt manuell verteilen. Aber auch nur für den Aufbau. Ich mache halt, wie gesagt, keine Routen. Das ist nicht erlaubt. Und auch bei Öl und Gas habe ich mich jetzt letztendlich dazu entschlossen, die Arktis lassen wir ganz weg, weil da ja, nur für das Gas, ich glaube, das lohnt sich auch einfach nicht. Und gleichzeitig wüsste ich auch gar nicht, also in der Arktis wüsste ich tatsächlich nicht, wie man das machen soll. Da wüsste ich nicht, wie man das verteilen soll, weil du kannst da halt auch nicht mal eben mit einem Item irgendwas lösen. Da ist halt ein fester Aufbau einfach. Und wenn der Aufbau nicht drin ist, dann klappt halt auch nichts. Huch, liegt da immer daneben. Was ist da los? Das ist also auf jeden Fall eine schwierige Geschichte. Der Soundtrack ist einfach immer noch wunderschön. Der Soundtrack ist einfach immer noch wunderschön. Jetzt haben wir hier ein bisschen Stahl, mit dem wir arbeiten können. Und gleichzeitig kann ich hier mit dem Schiff auch schon mal das Treibgut abholen. Und gleichzeitig könnte ich hier wahrscheinlich dann auch so langsam in die 750 Handwerker rein. Jetzt fehlt plötzlich Holz. Das ist auch schon mal ganz angenehm. Da
dass Holz fehlt, weil wenn nur Holz fehlt, dann scheint ja der Rest erstmal auch ganz gut zu laufen. Und dann bauen wir hier ein bisschen das Straßennetz aus. Sehr gut. Dann haben wir hier noch den Dampfer. Für die Insel hier, dann kann ich hier auch schon mal die Arbeiter ein bisschen versorgen. Hier haben wir leider auch keinen Schnaps. Müssten wir eventuell mal Bier machen. Bier könnte ich hier wiederum machen. Auch Stahl könnte ich hier machen. Also das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Was haben wir hier für eine Quest? Lieferaufgabe können wir eigentlich auch machen. Sogar nur Ziegelsteine. Also das ist eine gütige Quest hier. Dann brauchen wir noch mehr Arbeiter. Können wir hier oben in der Nähe der Schule erstmal alles upgraden. Wie viele Handwerker haben wir? 660. Okay. Dann können wir bald auch reingehen in die Fensterproduktion. Und dann müssen wir eben auch nach Enbesa. Enbesa halt eben auch wieder eine Geschichte, wo einem alles offen steht. Also wo man sich eben auch hier mit den KI-Fraktionen ein bisschen ja, in die Haare bekommen kann. Gar nicht mal so ohne. Dann schicken wir den hier hin. Dann kann ich hier auch schon mal ein bisschen die grundlegende Infrastruktur zumindest mal aufbauen. Hier unten dieses Eck eignet sich einfach absolut vorzüglich für eine kleine Brotproduktion. Sehr schön. Okay. Und Wurst können wir auch gleich mitnehmen. Direkt mit Silos arbeiten, dann sparen wir hier auch noch ein bisschen Platz ein auf der kleinen Insel. Müssen wir weniger Schweine bauen, alles in allem. Seife, okay. Das passt auch. Und dann eben nochmal Weizen hier. Okay, das passt, sehr schön. Was können wir noch machen? Wir haben Brot, wir haben Seife, wir könnten... Ne, wir haben keine Seife, dann können wir auch gleich in die Seife gehen. Und eine Schule brauche ich natürlich noch, genau. Die kann ich ja auch noch reinbauen. Sehr schön, das schaut schon sehr gut aus hier. Gefällt mir gut, die Insel. Das wird eine kleine... aber feine Insel. Und dann liefern wir hier die eine Quest schon mal ab. Die andere können wir auch gleich machen. Und dann haben wir auch schon wieder ein bisschen Geld. Und bald kann ich dann hier auch schon mein erstes Linienschiff hier in Auftrag geben. Das sollte dann auch nochmal ordentlich was bewegen. Genau. Jetzt haben wir die Quest für das Cup. Und damit sollten wir eigentlich hier dann auch... Oh, eine Kanone und viel Holz fehlt. Okay. Holz also hier tatsächlich ein Problem aktuell. Aber wir machen ja auch viel Upgrade-Party. Und wir haben eben auch schon die ersten Handwerker hier. Also Tagesziel auf jeden Fall erreicht. In der nächsten Episode werden wir dann auf jeden Fall schauen, dass wir mit den Fenstern beginnen. Dann könnte ich hier vielleicht noch ein bisschen mehr Holz machen. Aktuell ja ein bisschen zu wenig da. Nachher können wir dann ein paar Sägewerke dann auch löschen und stattdessen einfach nur mit dem Holz weiterarbeiten für die Nähmaschine. Okay, und dann machen wir hier noch die Quest fertig. Und zwar hier. Jawohl, sehr schön. Dann können wir den Immunitätsbrief direkt mal verkaufen. Perfekt. Und das Ganze hier können wir dann eigentlich auch schon als Grund Baustoff mitnehmen für die... Fürs Cup, dann nehmen wir noch ein bisschen Arbeitskleidung mit. Ja, und vielleicht, ja, vielleicht noch Fisch. Damit es auch garantiert klappt alles. Nicht, dass dann die Expedition noch scheitert. Und dann könnte ich hier doch auch das erste Linienschiff machen. Sehr schön. Das erste Linienschiff auch direkt hier in Auftrag gegeben. Damit kann ich mich dann auch gleich sehr viel besser wehren. Auch eine wichtige Geschichte natürlich. Schicken wir das eine Schiff noch hier hin. Insgesamt 5400 Einwohner, 2000 Bilanz. Das ist doch auf jeden Fall schon mal für die erste Stunde hier gar nicht mal so verkehrt. Und dann
geht es in der nächsten Episode auf jeden Fall ins Kap. Wir werden dann im Kap eben die große Insel in Beschlag nehmen. Dort auch schon mal ein bisschen weiter die Expansion vorantreiben. Und dann sollten wir auch so schnell wie möglich nach Afrika, beziehungsweise nach Enbesa. Ja. Denn dort haben wir eine wichtige Aufgabe. Und zwar müssen wir dort das Forschungsinstitut freischalten, damit wir dann mit Hilfe des Forschungsinstituts auch schöne Sachen machen können, wie zum Beispiel auch die Kaffeeproduktion. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, glaube ich. In diesem Sinne, ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht.